So, willkommen meine Freunde und was geht, wie man hier schon gerade sehen kann. Wir zocken heute mal nicht Assassin's Creed Syndicate, sondern Mittelerde Mordor Schatten. Ich habe nicht vor, das jetzt wirklich aufzunehmen, sondern ich wollte das nur mal anzocken, so als kleine Vorstellung. Paar Kombos zeigen und so. Also man kann hier einmal als Mensch und einmal als Geist spielen. Sozusagen zwei Charaktere. Der Geist hat halt andere Skills wie der Mensch. Der Sklave flieht. Das ist das Ende. Aber man spielt halt hauptsächlich als Mensch. Ja, und wie man hier gerade sehen kann, der hat mich nicht bemerkt. Das sind die sogenannten Schleichgelds, welche man nur machen kann, wenn man noch nicht entdeckt wurde oder gerade so. So, dann gibt es hier einmal den Bogen. Der hatte da jetzt ungünstigerweise seinen Arm. Das mit der Zeitlupe ist nicht immer normal. Ich habe das Spiel halt schon ziemlich lange jetzt gesuchtet. Hab alle möglichen Skills. Und deswegen ist das für mich besonders einfach, das so gut wie möglich weiterzuzocken. Also was man hier gesehen hat, das waren Uruks. Und das sind eigentlich so die Hauptgegner im Spiel. Es gibt nicht viele verschiedene Gegner, aber viele Gegner. Das Ganze hier ist Open World, wie man schon sieht. Und in der Story-Mission musste man halt entdecken, wer man wirklich ist, weil du halt verstorben bist und aber als Geist weiterlebst, weil dich die Untoten beziehungsweise weil ich die Hölle nicht haben will. Wie bei den Elben und Orks. Ja, was ich kurz mal machen kann. Das ist das Brandmarken. Wenn du das gemacht hast, dann kämpfen die Feinde für dich. Jetzt müsst ihr unten ganz schön Gemetzel geben. Beenden. Und den kill ich schnell. Mein Hauptmann hat hier anscheinend gerade jemanden gekillt. Sehe ich aber nicht wo. Ja. Jemand schleicht hier herum. Und wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens gleich einen guten Kampf. So. Dann auch eine sehr schöne Kombination, jemanden anzugreifen, von hinten nehmen und einfach mal abstechen. Völlig normal. Oder hier am Boden killen. Also die Kombos in dem Spiel gefallen mir sehr gut. Ist auch sehr leicht zu bedienen. So, was hier oben ist, ist ein Bogenschütze. Die können manchmal ein bisschen nerven, aber die sind auch scheiße dumm. Ach, das ist meiner, genau. Ja, und was man hier sehen kann, das sind sozusagen die Checkpoints, wo du schnell hinreisen kannst. Von der Grafik finde ich das Spiel eigentlich auch sehr schön. Und das hat da wirklich auch ein paar coole Easter Eggs, die man jetzt nicht so erwartet hätte. Aber hauptsächlich geht es hier wirklich ums Töten. Du killst einen nach dem anderen. Dann kannst du den natürlich auch hier. Es gab noch einen anderen Mann. Er hat die Wachen abgelenkt, als wir geflohen sind. Bitte, rette ihn. Danke. Das ist jetzt ein Auftrag.
Hier ist ein früherer Gebrandmarkter, die bleiben über die Map, außer wenn sie. Wenn deine Männer gekillt werden, dann spawnen die als böse wieder. Deswegen solltest du so viele wie möglich brandmarken. Ach so, ja. Im Kampf hast du wirklich sehr viele Möglichkeiten jetzt im Vergleich zu anderen Spielen. Nicht nur mit Konter, sondern auch mit extrem vielen Tötungen. Hier. Nochmal dieses Schleichtöten hat jetzt nicht gut, so gut funktioniert. Dann gibt es verschiedene Feindtypen. Das hier sind die normalen. Und der Typ da hinten mit den zwei Äxten, das sind Berserker. Die sind ziemlich schwer down zu kriegen. Die musst du erst, ja, blocken. Und dann, und wenn du das gemacht hast und gerade nicht angegriffen wirst, kannst du so eine Geistesblitz-Kombo machen, die den Gegner killt. Ja, sind gerade ein bisschen viele, wie man sieht. Aber ich denke, mit ein bisschen Konzentration kriege ich die easy down. Wirklich sehr geile Kombos. Ach, hier. Wenn du ein Uruk wärst, würde ich dich allein töten, um dir einen Gefallen zu tun. Trifft sich gut, das ist einer der sogenannten Hauptmänner. Die kann ich auch brandmarken und dann kämpfen die für mich. Oh, das wird knapp. Aber dann bekommst du noch eine letzte Chance. Und wenn du, wie man gerade sehen kann, den Kreis in die Mitte bewegst, kannst du sogar den Gegner insta töten. Also wirklich sehr viele Möglichkeiten. Dein Leben kannst du außerdem mit Kräutern regenerieren. Aber dazu musst du natürlich erstmal ein bisschen wegrennen. Okay. Ja. Hier zum Beispiel. Ah, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Das war ein sogenannter Schattenangriff. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterbe. Oh Gott. Das war doch ein bisschen zu extrem. Und was man gerade auch sehr gut sehen konnte, die Leute, die dich killen, wenn. Auch zum Hauptmann. Die Leute, die hier blau leuchten, gehören alle mir, die habe ich gebrandmarkt. Und ganz hinten stehen die Häuptlinge. Die sind nochmal eine Stufe besser. Ja, dann kannst du es natürlich überspringen, ist ja klar. Du hast mit Sauron gerettet. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. So, dann kann ich hier in den Geistermodus übergehen und eine Schattenangriff-Tötung machen. Sozusagen als Geist. Ja, da rollen halt öfters mal die Köpfe, aber das ist völlig normal. Die Jäger wissen, wie man es macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Sie brauchen nur einen spitzen Speer. So, dann gibt's noch das Terrorisieren. Das ist extrem brutales Töten, was andere Gegner verschreckt. Da hinten der blaue Totenkopf ist einer meiner Hauptmänner. Ja. Das hat ja nicht so gut geklappt. Aber dieser Schattenangriff kostet natürlich auch
Munition. Sonst wäre das Spiel ein bisschen zu einfach. Und zwar, das sind die sogenannten Elbenpfeile, die du hier auch mit dem Bogen verschießen kannst. Ja, und warum die jetzt wegrennen? Ich habe einen Skill auf meinem Bogen, dass öfters mal die Leute wegrennen, weil die Panik geraten, wenn ich jemandem einen Headshot gebe. Dieses ganze Terrorisieren bringt dir außerdem eine 5er-Kombo und mit 5er-Kombos kannst du Leute downrichten. Ja. Normales bringt halt nur eins. So, was hier sehr gut ist, was ich auch gesucht habe. Oh. Das war ja nicht so gut. Da ist ein Lagerfeuer. Und das hat mal wieder nicht so gut geklappt, weil es ausgetrampelt hat. Lagerfeuer explodieren, wenn du drauf schießt. So. Und wiederum Brandmarken bringt dir Pfeile, Munition. Ich hab dich bereits getötet. Unfair. So, hier ist gerade ein Lagerfeuer, was sehr gut passt. Es gibt einen sehr großen Explosionsradius. So, und jetzt schnappe ich mir den einfach. Ja. Und jetzt was, was ich selber noch nicht oft gemacht habe. Du kannst eine Todesdrohung aussprechen. Dann kämpfen die jeweiligen Häuptlinge gegeneinander. In sogenannten Duells, die du auch leitest. Und das Ganze jetzt hier mit dem Boss ging nur so einfach, weil ich schon ziemlich viele Skills habe. Aber sonst auch, durch das Lagerfeuer hat er viel Damage bekommen. Es geht nun mal ein bisschen schwieriger. So, der hat mich gesehen. Und schon ist er tot. So, dann gibt es hier explosive Fässer. Die geben einen noch höheren Radius, ja. Also das sind echte Glückstreffer, wenn du die findest. So. Und diese Zeitlupe füllt sich halt mit jedem Kopftreffer, den ich mache, immer mehr auf. Das ist auch ein Skill. Und zwar, hier kann man nochmal die ganze Armee sehen und hier hat man jeweils Runen, die bestimmte Skills haben, kann man hier oben lesen. Ich lese jetzt nicht alle wieder vor. Ja, und je nachdem mit welcher Waffe kannst du so und so viel erzielen. Dazu brauchst du natürlich auch, musst schon ein bisschen gezockt haben. Ich habe halt jetzt ziemlich viel insgesamt. Aber mehr geht immer. Irgendwann ist dann richtig leicht. Jetzt zum Beispiel. So, und was ich auch nochmal zeige. Das ist ein Karagor. Sozusagen der urukanische Löwe. Und vor dem fürchten sich so gut wie alle. Also fliehen ist in dem Spiel eigentlich auch extrem einfach, weil du überall hochkommst. Hat auch ein bisschen was von Assassin's Creed, aber von der Steuerung sogar noch leichter. So, das ist meiner. Und den habe ich jetzt befehligt, feindliche Truppen anzugreifen, wie zum Beispiel ihn hier. Oh. Gerade ein bisschen knapp. Ja, mein Mann bekommt natürlich auch Damage, aber beim nächsten Mal regeneriert sich wieder. So schnell kann es gehen. So, ich möchte jetzt mal ein bisschen hier
Combo, um die Leute hinzurichten, weil da wirklich sehr geiles Zeug bei rauskommen kann. Vor allen Dingen, das muntert immer so auf jeden, naja, öfters mal gestorben, aber trotzdem nach jedem Kill hast du ein Erlebnis. So, von Türmen kannst du auch ganz easy runterspringen, weil du ja eigentlich ein Geist bist und dich nicht verletzen kannst. Also, deswegen ist es auch mit dem Spawn relativ realistisch, weil du halt nicht sterben kannst. Und das war sozusagen ein Bienennest, davor schrecken Gegner tot. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Mal gucken. Den Brand mag ich jetzt mal. Ja. Hier war noch ein Pfeil. Die spawnen immer an bestimmten Stellen. Die ahnen jetzt schon, dass ich da bin. Ich bin so ein bisschen wie Batman überall bekannt. Oh, das war ein Boss, den ich gerade angeschossen habe. Zwei Bosse. Ne, einer. Oh, doch ein Boss. Zwei Bosse. Das kann ja gut, schön werden. Na gut, wenigstens ein bisschen Action. Kann ich einen killen? Ja. So. So viel Ärger hier. Alles nur wegen dir. Ich beende das jetzt. Ja, da hinten ist halt noch ein Boss. Gegen zwei ist ein bisschen schwierig, aber immer noch machbar. Dann gibt es hier dieses Brandkampfmarken. Kampfbrandmarken. Da kannst du Gegner sofort brandmarken, wenn du halt eine Combo hast. So. Das ist die eigentliche Tötungskombo, aber es wäre ja ein bisschen unfair, wenn du Bosse mit einem Schlag töten könntest. Ah, hier. Ja, zum Beispiel sowas. So. Der stirbt jetzt. Oh, das war nicht gut. Meine Beförderung steht jetzt nichts mehr im Weg. Wenn Berserker in die Macht kommt, ist das ganz schlecht, weil die sind richtig schwer zu knacken. Ja, ist ein bisschen spät abends, bin ein bisschen unkonzentriert. Aber einen Hauptmann, denke ich, werden wir noch schaffen. Wusstest du, was die von dir erschaffenen Ringe der Macht mit denen, die sie trugen? Ich erkannte nicht, wie leicht der Mensch von Macht zerfressen wird. Ich denke, wir machen mal hier so einen Machtkampf, obwohl hier das von einem Feind. Ja, die gestalten da bestimmte Festivals, um ja, ihr Ansehen zu erhöhen. Und es ist sehr cool, so ein Festival zu stürmen. Ah, hier hinten ist ein Karagor, das sehe ich gerade. Und ich habe ein Skill drauf, dass ich die auch brandmarken kann. Und zwar sofort. So greift mich der andere nicht mehr an und ich habe einen treuen Begleiter.
Sie sind ziemlich schnell und ziemlich praktisch. Und können ziemlich gut klettern. Es geht sogar noch höher. Also perfekt, um Uruks zu töten, wie den jetzt da, auch wenn er von mir ist. Jo, nicht. Sie haben den Orks fauliges Fleisch serviert. Armseliger kleiner Wurm. So. Oh, komm. Hier veranstaltet hier irgendwer eine Jagd und versucht wahrscheinlich Karagos zu jagen. Kommt her! Ich zeig euch, wie ihr diese Biester tötet! Ja, und den lass ich jetzt natürlich mal ein bisschen leiden. Mit seinen Männern. Und schieß ein, zwei Mal in den Kopf. Vielleicht rennen sie weg. Hier zum Beispiel den Berserker noch. Ich kann ihn nicht leiden. Dann warte ich jetzt, bis einer unter mir ist von den Bestien. Hier. Und kann den auch beherrschen. Mal sehen, ob der immun ist. Schade. Ja, den massakriere ich jetzt mal ein bisschen. Menschendreck! Du zerstörst den Ruhm der Jagd. Den Fehler wirst du noch bereuen. Mal sehen, ob ich eine schöne Combo hinlegen kann. Ja, meine Bestie hilft mir. So. Da hat er wohl ordentlich auf die Fresse bekommen, was? So, meine Bestie versucht nicht, mich jetzt zu verteidigen von den anderen, weil sobald ich nicht aufsitze, versuchen die mich anzugreifen. Und Hauptmänner lassen sogenannte Runen shoppen, die ich ja vorher schon mal erwähnt habe. Und da könnte ziemlich Gutes dabei sein. Ja. Okay, den kriege ich nicht. Oh, noch ein Boss. Nicht das. Meins. Wenn ich dich wieder töte, kommst du dann als fettes Schwein zurück, damit ich dich rösten kann. So. Alle fünf Schläge, die ich mache, kann ich so eine Todeskombo machen. Die ich sehr geil finde. Dann leuchtet die Anzeige rot. Früher waren das mal 8 Schläge, aber das habe ich auch mal wieder vermindert. So, hier ein bisschen meine Kampfskills. Ja, damit kannst du Leute, die am Boden liegen, noch downer machen. So. Das ist inakzeptabel. Soll ich ihm den Kopf abschlagen oder soll ich ihn beherrschen? Was meint ihr? Ich glaube, Kopf abschlagen ist witziger, oder? So endet deine Herrschaft. Habe ich sogar eine gute Rune rausbekommen. Ey, jetzt nervt doch nicht, scheiß Löwe. Oh Gott, Alter.
Ach komm. Die kannst du halt nicht blocken. Ich habe sogar Dreieck gedrückt, aber leicht zu spät. Na, egal. Das war auch so ziemlich das, was ich euch so allgemein zeigen wollte. Und wenn euch das Spiel gefällt, ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.